Duty Poster, Duty Roster, keine Ahnung. Und aus heiterem Himmel hat die Pistole auf einmal Munition, aber auch nur zur Hälfte. Ey, du kleiner. Bleibst du? Du kleiner Mieser, ich vergewaltige deine Leiche. Pisse. Okay. Die Marines könnten Hilfe brauchen, Chief. Tun Sie Ihr Bestes. Ja, ich tue mein Bestes, ich verspreche es. Kopf runter, wir sind zu zweit hier drin, klar? Go, go, get you to you, the Terminator, Puppy. Keine Absicht. Mist. Ha. Gehen wir. Und der Chief rettet die Welt. Mal wieder. Bridge, bitch. Nee, bitch. Bridge. Okay. Wir befinden uns jetzt hier gerade in so einer Art Mensa. Ich bevorzuge neben dem MA5B, also statt dem MA5B schon eine Plasmapistole. Plus die normale Pistole. Jetzt muss ich erstmal in Deckung gehen. Ich habe gerade keine Ahnung, wer mich von wo aus hier beschießt. Alle anderen Marines sind tot. Ich bin der Einzige, der noch lebt. Das ist ja mal wunderbar. Und es sind mehr Eliten, als ich zählen kann, obwohl ich kann sehr hoch zählen. Ist auch egal. Gut, einer terminiert. Und zwei terminiert. Okay. Für die, die es nicht wissen, ein aufgeladener Plasma-Blitz einer Plasma-Pistole kann den Schild eines Gegners auf jedem Schwierigkeitsgrad sofort wegziehen. Ist eine sehr praktische Funktion. Exzellent einsetzbar gegen Eliten. Das sind doch schon recht miese Gegner und man braucht da wirklich schon teilweise 100 Millionen, 1000 Millionen, Millionen Schuss, damit man überhaupt einen von denen down kriegt. Ich persönlich bevorzuge auch die Plasma-Pistole, zumindest jetzt im Kampagnenmodus, weil die wird zwar von den meisten Leuten derbe unterschätzt, aber der Plasma-Blitz ist halt eine unverzichtbare Vorsorge gegen Eliten. Jetzt brauche ich erstmal Munition für meine Pistole. Ja, nicht da, Helm, weg hier. Meine Fresse, dass sich hier jeder Soldat von diesen kleinen Dingern in den Arsch ficken lässt, ist aber mal wirklich ein bisschen lächerlich, oder? Naja. Ach Scheiße, jetzt habe ich den Überraschungsmoment versaut. Mann, das hätte jetzt richtig schön schnell gehen können, aber nein, natürlich musste ich ihn aus Versehen mit dieser scheiß Plasmapistole anfragen. Zum Teufel, hat uns da gerade was getroffen? Ja, uns hat was getroffen. 3, 2. Dort ist es! Pass auf, jetzt vermine ich hier den ganzen Weg. Vorsicht, könnte überall sein. Was zum? Sehr interessant ist auch, man sie benutzen sieht hier, dass das... Rettungskapseln, um ja. Ihre Schiffe anzudocken. Wir setzen uns ab und sie gehen rein. Gar nicht dumm. Gut, was ich gerade sagen wollte, hier sieht man auch, dass das Spiel von der Xbox importiert wurde. Weil hier zwei Superschilde für zwei Spieler liegen. Und zwar wegen des Koop-Modus, der aber auf dem PC gar nicht möglich ist. Also insofern brauchen wir nur ein Superschild. Drei, zwei, eins, meins. Ja, nee, gib mir Feuerschutz. Ich weiß nicht, ob ich Feuerschutz gebe. Ich bin der Chief. Mann, ich liebe dieses Spiel. Also allen Leuten, die versuchen wollen, Halo auf Legendär durchzuzocken, den würde ich tatsächlich empfehlen, das Spiel erstmal auf dem Level die Pillar of Autumn auf Legendär zu versuchen, weil dies einfach ein sehr einfacher Level ist. Doch tatsächlich zur Plasmapistole greifen, weil der Chief in Zeitlupe seine scheiß Magazine nachlädt. Okay, so schlecht läuft's doch momentan. Ich pfeife zwar gerade aus dem letzten Loch, aber ansonsten geht's mir blendend. Mann, das war cool! Sicher sitzt bestimmt irgendwo noch einer. Bei meinem Glück sitzt hier hundertprozentig einer und schlägt mir gleich ins Genick. Die Kavallerie ist da. Ey, da werden. Ach so, du hast es gesagt. Du sitzt ja lustig da. Okay. Ich brauche viel Munition. Okay, Munition liegt überall hier. Dass die kleinen Pisser nicht immer von mir weglaufen, sondern immer nur, da ist noch einer! Sagen ist aber wirklich eine höchst ungewöhnliche Tatsache. Drei, zwei.
worauf man immer achten muss, also für Leute, die legendär spielen, insbesondere, weil da die Schäden, die Waffen verursachen, sehr viel höher sind. Da sollte man genauestens darauf achten, dass man sich nicht direkt in der Nähe von Marines aufhält, weil die mit ihrem unkontrollierbaren Granatenwürfen eine größere Gefahr darstellen als der ganze restliche Teil der Allianz. Also, die sind schon extrem gefährlich, muss man schon aufpassen. Okay, das finden wir. Komisch, normalerweise geraten die in Panik, sobald man ihren Anführer tötet. Okay. Nein, ich brauche kein MA5B, ich brauche das hier genau. Und hier sind wieder zwei Superschilde. Immer dran denken, die mitzunehmen, die können auf Legendär eine sehr große Hilfe sein. Crew und Kommandopersonal auf Decks 9 bis 12, sofort zu den EWAC-Stationen. Ich könnte mich jetzt theoretisch hier drin anzünden, aber... oh nein, ich hab's gemacht. Ich voll Idiot, okay. Spaß beiseite. Go, go, can shoot to you, the Terminator, Papi. Okay, ich war schneller. Okay, wundert euch nicht für den Fall, dass ich alle Gänge abgehe. Ich möchte euch möglichst viel von den Levels zeigen. Und außerdem bin ich jemand, der seine Sache möglichst ordentlich macht. Das heißt, ich lasse jetzt nicht 50 Allianzler liegen, bloß um 5 Meter schneller zu, oder 5 Sekunden schneller zu sein als sonst. Das mache ich einfach ungern. Okay. Allianztruppen im Gang über uns. Da befindet man sich jetzt in einem der Knautschzonen im Level. Oh Mann, der arme Sack. Vorsicht! Okay. Muss vorsichtig sein, da kommen jetzt gleich ein paar Eliten hier durch. Der wird terminiert, bevor er überhaupt weiß, was los ist. Ausgezeichnet. Scheiß Grunt, du standst mir jetzt gerade im Weg, weißt du das? Lass dich doch mal treffen hier. Die ganzen Marines werden terminiert und ich stehe am Ende dann wieder alleine da, oder wie? Immer dran denken, in jeder freien Sekunde nachladen, das kann nicht schaden. Du bist tot! Restliche Crew und Kommandopersonal sofort in die Rettungskapseln. Rückzug zu den EWAC-Stationen. Okay, immer dran denken. Ein guter Schuss ist gut getroffen. Anstatt dass man mich ist besoffen. Okay. Wenn du denkst, dass du mich hier unten defeaten kannst. Okay, ja, immer noch einer terminiert. Fuck. Batterie erschöpft. Okay, jetzt muss ich mir wirklich was einfallen lassen. Ah, da hinten ist ja noch eine Plasmapistole, wenn ich mich recht erinnere. Den habe ich doch vorhin erst getötet. Treffer. Deswegen würde ich empfehlen, als gute Kombination empfiehlt sich immer Pistole und Plasmapistole. Also, ich würde sowieso immer empfehlen, eine Projektilwaffe mit einer Plasmawaffe zu kombinieren, weil das einfach einen recht guten Style ergibt. Und habe ich erwischt? Oh, nein, ausgerechnet, den habe ich nicht erwischt. Du entkommst mir nicht, du Sackgesicht. Du entkommst mir nicht! Wo? Alter, diese kleinen Schlümpfe, die verstecken sich immer überall. Ich weiß nicht, also... Seit ich das Spiel das erste Mal gespielt habe...